Liebe Leute, hier ist euer Dragner. Herzlich willkommen zurück zu Europa Universalis 4 mit Portugal. Wir sind auf dem Weg zur Seehegemonie. Wir brauchen 500 Schiffe. Wir haben gerade 295. Aber wir haben, glaube ich, auch so locker 150 Schiffe im Bau. Es dauert halt einfach seine Zeit. So, wir starten ins Spiel. Wir müssen leider noch ein bisschen uns ruhig verhalten. Weil wir... Oh, der hat bei übrigens auch Einheitenlimit Flotte 5. Weil wir einen Haufen... aggressive Expansion haben. Hier. Seeleute und Rekrutenreserve. Das würde ich gerne mal irgendwo hinbauen. Zack. Einfach ein bisschen steigern. Wir befinden uns noch in irgendeinem englischen Krieg hier gegen Indianer, der uns nicht die Bohne interessiert. Für was? Wir werden belagert. Achso, das sind die Aufständischen, okay. Ja. Ansonsten haben wir gerade Mexiko noch ein bisschen vergrößert. Ja, das hier lassen wir einfach mal so laufen. Interessiert mich einfach nicht mehr die Bohne. Ich bin mit Nordamerika fertig. Interessiert mich einfach nicht. Wir schauen noch, dass wir Südamerika voll bekommen. Was wir mal hier mit Schottland zum Beispiel machen, das weiß ich noch nicht. Weil es, glaube ich, Frankreich mit drinnen, ja. Und Frankreich ist halt einfach schlecht als Gegner. So gern ich gegen Frankreich mal ziehen würde, Dänemark ist auch mit drin, so gern ich gegen Frankreich mal ziehen würde, aber da, glaube ich, hätten wir nicht die geringste Chance. Wann kann ich dich töten? Okay, da haben wir direkt jemanden stehen. Kein Problem. Kein Problem. Wann kann ich unseren Drohnen? Also da falle ich ja lieber in die Personalunion, als so einen König zu haben. Also was ist das mal ganz ehrlich? So, hier oben haben wir ein paar Aufständische, aber wir werden uns um alles kümmern. Wir werden uns um alles kümmern, beziehungsweise kann sich... Was, sag mal, was geht denn in Mexiko plötzlich ab? Ein Aufstand nach dem anderen. Ich wollte sagen, Mexiko kann sich eigentlich auch selber drum kümmern. Äthiopien gegen Adal und was weiß ich was alles. Oh, wir nehmen die Grundmannsteuer natürlich mit. Sollte auch Äthiopien alleine schaffen. So, Pasai ist mir egal. Du kannst gleich weiter marschieren. Moskau ist mein Rivale, aha. So. Auch interessant, auch interessant. So. Ja, hier oben passt, glaube ich. Portugiesisch Mexiko hat sich um alles selbst gekümmert oder um das meiste. Ja, gegen wen sind wir hier im Krieg? Wie schaut das aus? Adal, Sanaa und noch mehr Aufstände. Anspruch auf unseren Thron. Interessant, interessant. Wir wollen eine Kirche. Und Frankreich möchte Anspruch auf unseren Thron. Hat aber, glaube ich, das Bündnis noch nicht mal gebrochen. Nein. Dann sollen sie ruhig erheben. Sollen sie ruhig erheben. Sag mal. Also in Mexiko geht es ja gerade richtig ab. Kann doch jetzt nicht sein, nur weil wir da oben 5 Provinzen erobert haben, oder? Also das ist ja echt gerade Wahnsinn hier. Vor
einmal darüber, einmal darüber. Ja. Kümmert euch mal da hinten um das. Barcelona auch Aufstände. Jetzt da aber. Jetzt da aber. Und wir machen Minusgrad, was? Wie funktioniert denn das von 200 Dukaten auf minus 8 Dukaten? Schon ein bisschen seltsam, oder? Minus 15 Dukaten, aha. Xiu. Also, es ist direkt von selbst erledigt. Minus 4 Dukaten, aha. Plus 14 Dukaten. Okay, jemand ist gestorben. Oh, Handelseffizienz. Dich nehmen wir mit. Dich nehmen wir mit. Und Moralarmee nehmen wir auch mit. Jetzt haben wir sie. So, plus 9 Dukaten. Warum machen wir plötzlich so wenig Dukaten? Das ist ja mal komplett irritierend. Also einerseits bestimmt wegen der Flotte, weil wir die so massiv aufrüsten. Kolonialer Unterhalt. 263 Dukaten. Okay, es sind gleich drei Kolonien gleich fertig. Dann wird es da schon mal ein bisschen besser. Dann wird es da schon mal ein bisschen besser. So, wie schaut es denn hier aus? So, Malaka ist konvertiert. Kolonie ist fertig. Lass mal kurz weg. Malaka ist konvertiert. Malaka ist hier. Handelshaus. So. Dann haben wir hier noch ein paar Schiffchen. Nein. Hier zwei. Da rein. Da rein. Da rein. Wir werden euch mal hier zusammenschließen. Frieden! So. Dann haben wir jetzt... Bengalen ist mein Gegner. Okay. Okay, die kümmern sich selber. Habe ich jetzt hier irgendwo 6 Schiffe gerade weggenommen? Weil hier steht 6. Ich weiß es nicht. Ah ne, ich hatte keine Seeleute mehr. Das war der andere Grund. Das war der andere Grund. Sag mal... Okay, aber sie kümmern sich um die Aufständischen. So, nächste Kolonie fertig. So, jetzt haben wir schon nur noch kolonialer Unterhalt 110. Wir machen wieder 180 Dukaten. Vielen lieben Dank. So, und hier haben wir Monarchie-Macht. Die Admin-Macht. Was machen wir denn mit dir? Ah, ich weiß, was wir machen. Wir müssen ja noch Jesuiten einberufen. In Portugiesisch-Brasilien. Das tun wir doch mal. Ist jetzt mir auch wurscht, was für welche, ehrlich gesagt. Waren noch nicht genügend. 7 Staaten. Ah, Scheiße! Da geht's noch weiter. Okay. Da habe ich gefailt. Da habe ich mal richtig gefailt.
Da habe ich mal richtig gefailt. Da können wir. Da habe ich mal richtig schön jetzt gefailt. Also es kommen schon noch ein paar Staaten dazu. Ah, da habe ich jetzt richtig gefailt. Und die kann man jetzt auch nicht mehr wechseln, oder was? Nee. Ach Gott. Ich wusste nicht, dass da unten noch mehr sind. Ah, Mist. So, Großprojekte. Wir gehen nochmal in die Seeleute auch ein bisschen rein. 723 erhalten wir monatlich. Oh, das ärgert mich jetzt schon wieder. Also das war jetzt wieder so ein typischer Dragner. Einfach mal klicken, nicht aufpassen. Aber mich wundert vor allen Dingen, dass wir die nicht mehr rausbekommen. Das ist ja eigentlich der Hauptpunkt, der mich gerade irritiert. Na gut, na gut. Passiert ist passiert. Passiert ist passiert. Können wir hier hinten noch was machen? Candy ist immer noch nicht. Kann man anscheinend nicht. Kann man anscheinend nicht. Geht nicht. Na gut. Religiöser Eifer ist da drin. Kostenberater oder... Oh, nee. Ich muss leider... Portugiesisch-Mexiko rebelliert quasi schon wieder. Hast du Schulden? 1000. Ja, können wir gleich tilgen. Das kommt immer gut. Tanga interessiert nicht. So, Schulden tilgen. So, jetzt bist du auf 35%. Okay. Wo haben wir Aufständische? Hier oben. Okay, interessiert es gerade auch nicht. Da kümmern sie sich selbst drum. Um den Krieg, der ist eh schon so gut wie vorbei. Wir haben sogar 3% aus irgendeinem Grund. Da hat wohl irgendjemand trotzdem mitgeholfen. Überlegenheit demonstrieren, aha. Na gut. Was für ein seltsames Kriegsziel. Ich bin mal gespannt, was du dir da nimmst. Da, 444, ah. Das ist ein Drohnenfolger nach meinem Geschmack. Gib's dazu ein klitzebisschen. Habe ich ein bisschen geschwitzt. Ein klitzebisschen habe ich geschwitzt. So, wir haben 17.000 Seeleute. Das heißt, zack, 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 zack. So. Bitte 50 Schiffe. Bitte 50 Schiffe. Und... Fertig. Interessiert nicht. Und hier haben wir 131 Schiffe. Ihr geht auch noch auf 50. Okay, dann gehen wir hier auch noch auf 60. Einfach nur, weil es eine schönere Zahl ist. Und dann, wie viele Schiffe haben wir denn jetzt? Hat? 400. So, Krieg ist vorbei. Kolonie ist fertig. Machen wir die nächste. Jetzt haben wir einen Kolonisten.
Wir brauchen also immer noch 100 Schiffe. Wir brauchen immer noch 100 Schiffe. Mal hier 100 Dukaten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Habe ich das jetzt gerade gesehen? Wir bauen jetzt sogar zu viele Schiffe. Ich glaube, jetzt gehen wir auf über 500. Das hier unten wird nochmal eine Handelsflotte, die schicken wir nach Australien. Die schicken wir dann nach Australien. Wenig Schiffe im Bau. Wenig Schiffe im Bau. Ach du Scheiße. Okay, wollen wir dann irgendeinen Krieg so langsam wieder anfangen? Ist die Frage. Gegen wen hätten wir denn noch so Kriegsgründe? Eroberung gegen Frankreich, Mandschurei, Ming, Gujarat, Kedah und Tong. Moment, wir haben einen Kriegsgrund gegen Ming. Sind aber stark, leider. Also jemand ist davon stark. Vietnam. Okay, gegen wen noch einmal noch Kriegsgründe? Ming, Gujarat, Kedah und Tonga. Schottland, Friesland, Neufriesland, Schottisch-Kolumbien, bla 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 bla. Handel gegen Osmanen, Bengalen. Also weder gegen Bu noch Yu. Bachmanis würde gar nicht mitmachen, trotzdem. Khmer. David. Korea ist stark. Tungning, hier ist Dai Vit. Khmer. Ja, Korea sind die stärksten. Okay. Und gegen Tonga, aber ich meine. Oh, hier Australien. Was sollen wir mit Tonga machen im Endeffekt? Also habe ich jetzt eigentlich gar keinen Bock, dass ich da rumfahre. Am interessantesten wäre ein bisschen Ming. So, die nächsten beiden Provinzen sind fertig. Interessanteste wäre Ming. Aber die sind relativ stark auch von den Truppen her. 18 hatten wir halt auch, gell, ja. Hm. Da werden wir noch ein bisschen warten. Da werden wir noch ein bisschen warten. So, Kuba, ist jetzt die Frage, kümmerst du dich selber um deinen Schmarrn hier? Hm.
Wir könnten wieder ein Großprojekt mal bauen, einfach so. Dann machen wir mal hier, komm. Zitadelle von Chachan. So, wie schaut's denn aus mit den Schiffen? Wie viel haben wir? 456. Noch 44 Schiffe. Steck in die Flotte 103 Dukaten. Fast so viel wie die Armee inzwischen. Das ist der Wahnsinn. Ich glaube, ich habe noch nie so eine Flotte gehabt. Kathedrale. Ja, komm, geh mal rein. Ich weiß gerade eh nicht, was wir mit dem Punkt machen sollen. In beides geh mal rein. Können wir eigentlich dann direkt auch noch die Schiffe wieder aufwerten. Ist halt auch Wahnsinn. Noch mehr Geldverschwendung, aber Geld haben wir ja mehr als genügend. Also von dem her. So, und ihr? Hier fangen wir zum Beispiel gleich mal an. Und dann Handelsschützen Australien. Da. Jetzt auch wurscht, wie viel das bringt. So, hier mal Kap der guten Hoffnung. Du legst auch mal schnell an. Wenn wir schon dabei sind. Handelsschützen, Kap der guten Hoffnung. Dann haben wir hier Mexiko. Legst mal gleich mal an. Upgraden. Handelsschützen. Komm, jetzt machen wir es mal nach Alphabet. Mexiko. So, das zweite war Australien. Dann kommt Malakka. Einmal nach Malakka. Und dann Handelsschützen. Malakka. Dann haben wir Safi. Handelsschützen Safi. Immer noch die Karibik. Handelsschützen die Karibik. Dann hätten wir Sansibar. Hier schnell anlegen. Handelsschützen Sansibar. Koromandel. Einmal bitte Koromandel. Handelsschützen Koromandel. Dann bitte einmal Sevilla. Handelsschützen Sevilla. Und zu guter Letzt die Elfenbeinküste. Die Elfenbeinküste. So. Soweit wären wir schon mal. 482 Schiffe. Hier kommen noch 8. 7. Hä? Hier kommen noch 7. Hier kommen noch 3, sind 10. 11. 14. Das langt doch aber gar nicht. Das langt aber gar nicht. Ja doch, hä? Sind sogar drüber. 525. Moment, moin. Absolutismus jährlich. Wir bauen einfach mal noch jetzt hier schnell, dass wir da keine Probleme bekommen. Dann gucken wir mal hier kurz hin. Katapang.
Handelshaus. Da sind wir noch nicht fertig. Siak. Handelshaus. Und Sampit hier. Handelshaus. Koloniewachstum für Unruhe. Mach mal. Gut, das hätten wir mal. Irgendeine Mission haben wir fertig. Sichert den Handel. Ah, in Malakka. Gut, 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 gut. Und wir schreiben, wir schrauben automatisch immer die Steuern nach oben, ist klar. So, dann haben wir hier die 138 Schiffe. Schiffe verbessern würde uns 3400 kosten und bei den anderen 3700. Alter Falter. Alter Falter. Ah, das sind die, die Australien schützen. Okay, wir haben jetzt hier Australien alles, bis auf, ja, Australien halt. Waffenstillstand mit Malakka beendet. Erstmal holen wir uns hier Moralarmee. Finde ich super. Würde ich auch gerne erhöhen. Also fast 1000 kostet uns das, wenn wir jemanden erhöhen wollen. Lassen wir mal, ich will das ehrlich gesagt eher mit den Flotten jetzt erstmal machen. So, wir könnten gegen Spanien ziehen, aber haben wir überhaupt einen Kriegsgrund jetzt noch? Nein, nein. So, dann haben wir hier unten noch zwei Schiffe, die nicht wissen, wo sie hin sollen. Nehmen wir Prestige. Da haben wir zwei Schiffe zu viel gebaut. Das ist interessant. Dann gehen wir. Wir reißen euch ab. Wollt ihr jetzt auch nirgendwo hinschicken? Ich bin jetzt ein Geldverschwender. Alles okay. Handelshaus. Handelsmacht. So. Zweimal noch. Mehr Handelsmacht für uns. Also wir bauen jetzt mehr. Allein das sind hier schon 300 Schiffe. Jetzt kommen noch mehr. Osmane holt sich gerade den Mamelucken. Jetzt steht das Schiff hier so. Wollen wir da unten noch mehr Schiffe? Nee. Keine Ahnung, was ich hier gemacht habe. Reiß mal dich auch nochmal ab hier. Keine Ahnung, was ich hier gemacht habe. Ah, wir gehen einmal auf die Militärtech. Wir gehen einmal auf die Militärtech. Wir haben hier noch ein großes Projekt. Undue lokal Steuereinnahmen, lokal Missionarstärke Heiden und ein wahrer Glaube. Bauen wir mal aus. So, wie schaut's aus? Schiffe? 499. Gleich ist es fertig, das 500. Schiff. Staatsehe mit England ist vorüber. Österreich, ja, aber 15 Jahre. Da haben wir relativ wenig Chancen. Ich meine, wir könnten jetzt ganz schnell. Ach, aber wir haben nicht mal. Die haben 99 Prestige.
Aber, Moment, wir könnten... England brach das Bündnis mit uns. Wir könnten erstmal Verwandter als Thronfolger. Bam. Jetzt sitzt zumindest ein Avi schon mal auf dem Thron. Aha. So, England mag uns nicht mehr. Das ist interessant. Moment. Hegemonie. Dreißig Tage noch. So. 3 Tage noch, 2-1 und Ende. Wir können die Hegemonie beanspruchen. Seeangriff global. Handelseinfluss Schiffe, Kriegsmüdigkeit monatlich, das erhalten wir immer. Und dann, wenn die Macht wächst, Seeleute global 200% Effizienz, Blockade 200%, Freiheitsbestehung Untertan minus 20% und eventuell noch Schadenartillerie in der hinteren Reihe, was ja immer wichtiger wird jetzt bei uns. 20%. Wir machen das jetzt. Bam. Kann jetzt was anderes eigentlich auch noch werden? Wir haben uns selbst als Seehegemonie ausgerufen. Wir sind uns sicher, dass wir alleine gegen den Rest der Welt und die dominierende Macht bestehen können. Wir werden Alexander und Genghis Khan übertreffen. O derint dum metuant oder so ähnlich. Ich spreche leider kein Wort Latein. Ich kann ein bisschen Französisch, ein bisschen Spanisch, ein bisschen Italienisch, etwas Englisch. Überhaupt kein Deutsch, aber vor allem nicht Latein. So. Ich würde sagen, das war jetzt aber das Ziel, ihr habt jetzt gesehen, ich habe das jetzt nur noch runtergespielt bis zur Hegemonie. Die Folge, da ist das DLC jetzt schon raus. Ich erwarte jetzt noch mal ein bisschen, ob irgendwelche Kommentare kommen. Ansonsten werde ich das nach Lust und Laune entscheiden, ob wir das Spiel weiterspielen. Erstmal sage ich danke fürs Zuschauen. Servus.